Zunächst solltet ihr euch einen GitHub-Account machen. Das hier ist die GitHub-Seite und GitHub ist eine Software-Repository-Seite. Also hier kann man Software ablegen und wird weltweit genutzt von allen möglichen Privatpersonen, Institutionen, Firmen und so weiter. Also zum Beispiel auch Firmen wie Apple, Amazon, Facebook und so weiter legen Sachen, die Open Source sind, hier ab. Also es ist eine Seite für Open Source Software. Hier unten werden auch ein paar Sachen gezeigt. Es ist eine Seite für Open Source Software und die braucht man für das nächste, was wir machen wollen. Ich will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich bin auch nicht der allergrößte Experte für GitHub, aber es ist sehr praktisch. Also was man hier machen kann, ist beispielsweise, man kann auf GitHub suchen nach meinem Account, der heißt Hetzel 2000. Und wenn ich dann hier drauf gehe, bei Users hier unten, finde ich dann den GitHub-Account von mir. Und hier sieht man, das sind verschiedene Projekte, die ich abgelegt habe. Data Science ist übrigens, stimmt es auch, der Kurs, den ihr praktisch verwendet, die ganze, also wenn ihr die Online-Version verwendet, dann ist es genau das, was man, es ist genau dieser Kurs hier. Also die Webseite für den Kurs ist hier abgelegt. Also so funktioniert die Webseite für den Kurs und ihr werdet sehen, dass das etwas ist, was ihr sehr schnell selbst auch machen könnt. Also das ist der ganze Code. Also so wird Code hier geteilt. Ich habe den jetzt auf öffentlich gesetzt, dass der sichtbar ist und deshalb kann man den sehen. Wenn man hier schon drauf guckt, wird schon vieles bekannt vorkommen, diese Definition hier. Jetzt gibt es hier so ein paar Sachen, die nicht bekannt vorkommen. Dazu kommen wir aber sehr schnell. Aber insgesamt, was man hier sieht, ist relativ bekannt. Ihr meintet diese Definition, dann hat man hier so eine Import-Sache und solche so Kram hier. Oder hier diese Sachen sind alle schon If-Statements und so weiter. Das soll ja alles bekannt sein. Okay. Dann, wenn man sich dieses Repository anguckt, man sieht, hier gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es auch einfach Strukturen hier, also Data. Dann sind verschiedene Daten da, die man einfach braucht vielleicht. Es können Bilder da sein, falls irgendwo Bilder, also das kann man natürlich selbst strukturieren, wenn man will und so weiter. Aber dieses Python-File hier, das ist jetzt kein Jupyter-Notebook mehr, sondern Python-File, ist das, wie der Kurs selbst ist. Dann gibt es hier noch einen Requirements-Text, das ist relativ wichtig und kann man am Anfang mal leicht vergessen, wenn man hier drauf guckt. Und hier stehen Packages drin oder Module drin, die man braucht, also zum Beispiel NumPy, Pandas, Bookit, das ist eine Plotting-Software, wobei die braucht man eigentlich hierfür gar nicht, die kann ich wahrscheinlich wieder rausschmeißen. Und dieses Agrid, das ist die Tabelle, die auf dieser Webseite auftaucht, in der man es sich durchklicken kann. Also hier kann man das alles sehen, man kann es ja auch diese Sachen direkt runterladen. Wenn ich jetzt draufklicke, meine ich, kann man das direkt hier oder kopieren. Man kann es irgendwo runterladen, finde ich jetzt gerade nicht. Dafür lässt sich das benutzen für diesen Coaching. Und ich kann auch jemandem einen Link geben. Also ich kann das sharen, das Ganze. Wo war das? Ah, hier kann man es runterladen. Das war das. Ich finde es jetzt gerade nicht, ist egal. Man kann das Ganze auch sharen. Das Projekt, dann kann man gleichzeitig das bearbeiten. Das heißt, ich kann hier Sachen hochladen und jemand anders kann auch Sachen hochladen. Man kann gleichzeitig an einem Code arbeiten. Es gibt dann wahnsinnig viele Funktionen, dass man wirklich gleichzeitig arbeitet, also zur gleichen Zeit. Und es verursacht keine Probleme. Und man kann dann diese Sachen, die beide unterschiedlich gemacht haben, zusammenführen und so weiter. Ist jetzt alles nicht ganz so entscheidend. So, dann noch gibt es zum Beispiel auch von unserer Uni, von unserem Institut haben wir kürzlich einen Account gemacht. Das ist dann also jetzt nicht eine Privatperson, sondern das ist jetzt unser Institut. Das haben wir erst kürzlich gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr dem dann auch folgen. Wenn ihr also das eingebt, dann könnt ihr hier Follower werden. Im Moment gibt es natürlich noch nicht so viele, weil wie gesagt, wir haben das jetzt erst vor kurzem eingerichtet. Und das ist GitHub, also macht euch dafür mal einen Account. Eine Sache noch, GitHub war bislang immer irgendwie gleich von Privatpersonen oder sowas und GitHub ist jetzt
gehört jetzt zu Microsoft. Manche möchten ja gerne wissen, wer dahinter steckt. In dem Fall ist es Microsoft. Aber wie gesagt, es wird wirklich weltweit von vielen genutzt, um Code Open Source verfügbar zu machen. Also das wäre der erste Teil.